Sehr, Sie in Frankreich begrüßen zu dürfen. Es ist das erste Mal seit dem Krieg, dass das berühmte Kirov-Ballett aus Leningrad im Westen gastiert. Haben Sie heute auch getanzt? Hätte ich getanzt, hätten Sie es bemerkt. Rudolf Nureyev. Das war überwältigend. Vielen Dank. Ist es denkbar, dass wir gemeinsam zu Abend essen? Behalten Sie ihn im Auge. Eigentlich sollen wir nicht mit Ausländern reden, nicht mit ihnen ausgehen. Nicht mit ihnen essen. Hast du keine Angst? Monsieur Nureyev, glauben Sie, Sie kehren eines Tages nach Russland zurück? Ich glaube, dass ich nie wieder in mein Land zurückkehren werde. Haben Sie davon gewusst? Nein. Es geht hier um einen Angriff auf die Sowjetunion. Er wird in Abwesenheit wegen Landesverrats angeklagt. Es gab Widerstand. Leute, die nicht wollten, dass ich komme. Du träumst von einer Welt, die nicht ist wie diese hier. Und warum sollte ich von einer anderen Welt träumen? Jeder Mensch braucht einen Lebenszweck. Ich will der Welt zeigen, dass ich der Beste bin. Egal, was du tust, lass mich nicht allein. Wenn du mich allein lässt, bin ich erledigt. Mein Name ist Rudolf Nureyev. Ich will politisches Asyl. Nein! Ich sterbe lieber, als nach solchen Regeln zu leben.